Die Skaterhalle neben dem Bahnhof hat ein neues Gesicht. 6 Tage lang haben 4 Graffiti-Künstler die Halle mit einem Riesenmotiv mit Schrift und Figuren verschönert. Dafür wurde eine Menge Farbe benötigt. Also, ich sag mal jetzt nicht genaue Zahlen, aber ungefähr so zwischen 160 und 170 Euro. Also mit Voranstrich und die Dosen, alles drum und dran mit Caps, also Aufsätze und das ganze Paket, sag ich mal so. Doch es hat sich gelohnt. Nachdem der Skateverein Backyard das Kunstwerk begutachtet hatte, war schnell klar, die Sprayer dürfen wiederkommen. Jeder hatte uns darauf angesprochen und die möchten dann wohl auch ganz gerne, dass wir die zweite Wand da hinten machen und dann hier so ein durchgängiges Konzept für die Halle erarbeiten oder beziehungsweise ausweiten. Ja. Wir haben uns hierfür ja auch echt Mühe gegeben, so, weil das ist die Wand, wo es dann auch darauf ankam, wo dann entschieden wurde, ob wir die restlichen Flächen der Halle machen dürfen oder nicht. Und ja, das ist uns geglückt und natürlich, klar, jetzt haben wir da richtig Bock drauf. Nur das Wetter müsste ein bisschen kühler werden, so, ne? Dann ist das ein bisschen angenehmer. Wenn die Luft sich abgekühlt hat, wird hier wohl wieder die Dose geschwungen. Die Skaterhalle fertig zu machen, wird für die Dosenkünstler aus Oldenburg wohl nicht der letzte Auftrag sein.